Die ersten 4 Monate des Jahres für den S&P 500, die schlechtesten seit 1939. Und der Nasdaq blickt auf den schlechtesten April, den schlechtesten Börsenmonat seit 2008. Es ist und bleibt ein sehr schwieriges Börsenjahr. Und es freut mich, wie jeden Monat mit Stefan Breitner, Leiter Research bei DJE, jetzt über den Ausblick zu sprechen. Stefan, ich grüße dich. Hallo Markus, ich grüße dich. Wir haben so viele Faktoren, die für Gegenwind an der Wall Street und den internationalen Aktienmärkten sorgen. Der China-Lockdown, wir haben die Sanktionen gegen Russland, den Krieg in der Ukraine, wir haben eine aggressive amerikanische Notenbank. Jetzt sagt man immer, sell in May and go away. Der April war schon schwierig. Muss man sich denn jetzt verabschieden bis in den Herbst hinein? Der April war, wie du sagst, sehr schwierig. Ich glaube, wir werden jetzt nicht so einen schwierigen Mai wie den April sehen. Und ich denke, dass nach wie vor selektiv schon auch Chancen gibt. Themen wie der ganze Energieaktienkomplex oder auch rund um die Agrarmärkte beziehungsweise generell Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht und attraktiven Produkten, die sind meiner Meinung nach nach wie vor die beste Wahl, diese Krise da zu umschiffen. Sie sind die beste Wahl und trotzdem, wenn alles sinkt, dann sinkt für gewöhnlich, sinken auch die defensiven Werte mit nach unten. Das heißt, Aktiengewichtung, wie seid ihr denn da positioniert? Wir sind vor allem in defensiven Aktien übergewichtet. Also wir haben auch eine gewisse Cashquote, sind nicht voll investiert, sind aber auch nicht am unteren Ende unserer Aktienquoten, wenn man so will. Positioniert sind wir so ein bisschen, wie ich das vorher gesagt habe, in den Unternehmensgruppen, aber wir haben auch ein gewisses Cashpolster für Opportunitäten in der Zukunft. Jetzt haben wir die amerikanische Notenbank, die Tagung liegt hinter uns. Die Zinsen wurden genauso angehoben, wie man es erwartet hatte. 75 Basispunkte, das war die Furcht für die jetzt anstehende Notenbanktagung im Juni. Jerome Powell räumt das aus. Und der Aktienmarkt hat ja erstmal am Tag der Notenbankentscheidung unheimlich bullisch reagiert. Der Dow Jones ist fast um 1000 Punkte gestiegen. Einen Tag später und die Welt sieht schon wieder anders aus. Die Märkte sinken zurück. Wie muss man denn jetzt mit der Geldpolitik umgehen und was bedeutet das für den Aktienmarkt? Ich glaube, kurzfristig war eben, wie du schon gesagt hast, Erleichterung da, weil mit 80% Wahrscheinlichkeit wurde zuvor ja auch eine Leitzinserhöhung um 75 Basispunkte im Juni eingepreist. Das kam jetzt erstmal nicht so. Auch der Liquiditätsabschöpfungszyklus kam nicht so schlimm jetzt erstmal wie von vielen befürchtet. Und gleichzeitig hat man ja auch gesagt, dass man eine Rezession unbedingt vermeiden will. Jetzt haben wir relativ viel Volatilität direkt danach auch gleich wieder bei den Zinsen gesehen. Das wird wahrscheinlich das alles Entscheidende jetzt erstmal sein. Aber wenn ich mir den Bond-Pessimismus anschaue, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass hier auch erstmal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und das dann die ganze Lage einigermaßen stabilisiert. Jerome Powell spricht davon, dass die amerikanische Wirtschaft ja immer noch insgesamt ausgesprochen robust sei, vor allen Dingen auch der sehr starke Arbeitsmarkt wird hervorgehoben. Ist denn die Wirtschaft wirklich so robust, wie Jerome Powell denkt? Oder ich formuliere es mal anders, hier haben wir es also mit einer Notenbank zu tun, die viel zu spät gebremst hat. Warum sollten wir der Notenbank denn jetzt glauben, dass sie eine weiche Landung, Wirtschaftslandung hinbekommen kann? Jerome Powell bremst sehr spät. Und die Lage kann sich relativ schnell ändern, ne? Insbesondere wenn die Inflation weiter so hoch bleibt und die Kaufkraft dann doch schneller schwindet und gewisse Nachholeffekte jetzt aus Corona, was die Leute unbedingt machen wollen, gemacht sind, dann kann sich das Ganze sehr, sehr schnell drehen, vielleicht dann noch in diesem Jahr. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass auch Herr Powell sich hier unter Umständen dann schnell dreht, ja, und dann wäre die ganze Börsensituation auch relativ schnell wieder eine andere, wie sie heute ist. Wie wahrscheinlich ist eine Rezession in diesem Jahr? Für 2022 glaube ich an keine Rezession in den USA. Dafür ist der US-Konsument Stand heute einfach noch zu gesund. Q2 sieht da jetzt auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, das ist, wenn dann, eher ein Thema für ganz Jahresende und 2023 dann. Viele hoffen ja nun, dass die Inflation im März den Zenit gesehen hat. Deshalb sind auch die Verbraucherpreise für den April so wahnsinnig wichtig, die jetzt in Kürze gemeldet werden. Nehmen wir mal an, die Inflation verliert tatsächlich an Dynamik und sinkt, sagen wir mal, auf 4% bis Jahresende. Das wäre ja immer noch eine zu hohe Rate. Kann die Notenbank sich denn wirklich leisten, umzudenken? Und wann kann sich die Notenbank leisten, umzudenken?
Ich glaube, dass die Notenbanken den Zins nicht über die Inflationsrate, auch wenn die auf 4% fällt, setzen können. Dafür ist einfach die Verschuldung sowohl in den USA, von Europa gar nicht zu reden, viel zu hoch. Deswegen wird der, sage ich mal, die richtige Zinswende, also wo ich mehr Zinsen bei sicheren Anlagen kriege, als die Inflation ist, nach wie vor ausbleiben. Wir haben eine sehr rege Debatte, bis wohin denn nun die Zinsen angehoben werden könnten. Einige sagen, bei 3%, 3,25% ist eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Das reflektieren mittlerweile eigentlich auch schon die langlaufenden Renditen der Staatsanleihen. Aber wir haben zum Beispiel auch Ken Rogoff von der Harvard University, der sagt, naja, wir könnten durchaus auch bis auf 5% marschieren. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Und was würde das für den Aktienmarkt bedeuten? Ich denke, dass hier die ganze Situation mit Russland und der Ukraine einen doch größeren Einfluss hat, auch auf die USA, als heute allgemein antizipiert, weil das Ölembargo, wenn es kommt, doch zu größeren Verwerfungen noch mehr auf der Energieseite führen könnte. Plus wir haben diese ganze Dramatik, die noch kommen könnte mit den Nahrungsmittelpreisen. Wenn dieser Konflikt sich hier weiter zuspitzt oder schlimmer wird, ja, dann glaube ich, kommt die Inflation eben nicht von ihrem Peak erstmal zurück, sondern es bleibt auf diesen exorbitant hohen Niveaus mit entsprechendem Druck weiter auf die Zinsen. Also ich denke, das hängt ganz stark von dieser Komponente ab. Dann aber trotzdem noch mal die Frage, Stefan. Wir haben, du sagst es selber ja auch, ein sehr, sehr hohes Maß an Pessimismus, wenn man sich die Renditen der Anleihen anschaut. Wir haben ja einen massiven Ausverkauf erlebt bei Staatsanleihen, auch bei uns hier in den Vereinigten Staaten. Ist das denn nicht schon wesentlich in den Renditen reflektiert? Oder sehen wir tatsächlich, dass der seit 20, 30 Jahren laufende Abwärtstrend jetzt durchbrochen wird, nach oben? Ja, so ein bisschen ist der ja schon durchbrochen jetzt. Also wir sind leicht aus diesem Abwärtstrend rausgegangen. Nimmst du jetzt einfach mal dieses große Big Picture, wie es denn in der Vergangenheit immer lief und jetzt auch weiterlaufen sollte, dann ist ein zu hohes Zinsniveau meiner Meinung nach unwahrscheinlich, weil das wird über Dauer dann doch zu großen Verwerfungen am Aktienmarkt führen. Das Finanzvermögen der Amerikaner ist jetzt zu einem Großteil in Aktien investiert. Das wird den Reichtumseffekt der Amerikaner zu sehr schmälern. Das wird große politische Probleme dann auch bringen, wenn die Börse zu stark fällt. Und deswegen denke ich, wird hier mit gewissem Zeitverzug, wenn es nochmal deutlich schlimmer wird, auch relativ schnell ein Umsteuern kommen. Der Deswegen sogenannte glaube ich Fed. nicht an diese große Zinswende, Markus. Nochmal zu meiner Kernfrage zurück. Die Frage ist, die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, zum Beispiel in den USA, reflektieren die bereits einen Großteil der Zinswende? Sind also langlaufende oder zum Beispiel selbst kurzlaufende Anleihen wieder attraktiv für Investoren? In den USA denke ich ja, also deutlich attraktiver. Ja. Also wenn du mal die 10-Jährigen in den USA nimmst, da liegt die Rendite jetzt oftmals über der Dividendenrendite vom breiten Markt, also von dem Standpunkt her relativ attraktiv. Aber auch aus europäischer Sicht, also ich denke mal, der Dollar hat weiterhin eher Aufwertungstendenzen als Abwertungstendenzen. Und somit ist als Europäer eine 2-jährige US-Staatsanleihe meiner Meinung nach attraktiver als Cash. Bei den 30-Jährigen, um auf deine Frage einzugehen, denke ich, ist nach diesem immensen Kursverfall in diesem Jahr und diesem Riesenrenditeanstieg ja der Großteil eingepreist. Wie steht es eigentlich um die Markttechnik? Ne? Denn man merkt das auch schon in den letzten Marktgesprächen. Wir haben ja nun in den letzten Monaten oft darüber diskutiert, wie schwierig das Umfeld in diesem Jahr wohl bleiben dürfte, wie stark die Notenbank bremst, wie es um das Ertragswachstum auch der Unternehmen aussieht. Und man sieht das natürlich auch an der sehr stark niedergeschmetterten Stimmung bei Anlegern und bei der Positionierung. Ist die Stimmung zu negativ? Die Stimmung ist sehr, sehr negativ. Leider ist es die Positionierung noch nicht. Ja. Also die Abflüsse, wenn man mal so die Gesamt-ETF-Bestände der Privaten nimmt, da ist noch nicht viel passiert. Ja. Nimmt mal das Fund Manager Survey der Bank of America, da sagt man ja immer, bei über 5% Cashquote ist man in der Kaufzone. Da sieht es ein bisschen besser aus. Aber ich sag mal, wenn der Markt so positioniert wäre, so negativ wie die Stimmung ist,
dann wäre es eine deutlich bessere Situation, als es jetzt ist, weil leider ist die Positionierung nicht so negativ, wie die Stimmung ist. Und da besteht natürlich weiterhin ein gewisses Risiko. Ja, das ist faszinierend zu sehen. Also wir sehen erst seit gut 3, 4 Wochen Kapitalabflüsse aus amerikanischen Aktien-ETFs. Das heißt, lange Zeit wurde jeder Dip an der Wall Street weiterhin gekauft. Am Rande bemerkt, auch die Wertpapierkredite, Margin Debt, läuft jetzt erst seit kurzem, aber teils auch sehr deutlich zurück. Das heißt, die Positionierung passt sich jetzt der Stimmung ein bisschen an, aber hat den Boden noch nicht erreicht. Jetzt kommen wir noch mal zur Notenbank und zum sogenannten Fed-Put, also diesem Sicherheitsnetz der Notenbank unter dem Markt. Gibt es diesen Fed-Put? Und hier bei uns sagt man, für den S&P müsste der so um etwa 3.800 Punkte liegen. Habt ihr da eine Vorstellung? Also wir haben jetzt hier keine genaue S&P-Prognose, wo das greift, aber wir sind auch der festen Überzeugung, dass ab einem gewissen Börsenminusstand das S&P 500 und ich meine, oder vielleicht müsste man auch mal auf die Nasdaq schauen. Nasdaq 100 ist ja manchmal auch schon wichtiger jetzt als der S&P 500 und da sind wir ja fast 20% unten. Das hat mit Zeitverzug dann doch auch größere Auswirkungen eben auf die Realwirtschaft. Und ich meine, wir haben Wahlen in den USA im Herbst und eine Börse, die zu sehr dann auch noch im Minus ist, zu den ganzen Problemen, die eh schon da sind, dann auch noch ein gemilderter Reichtumseffekt. Und ich glaube nicht, dass man dann weiterhin diesen Zyklus, den man heute fährt, wenn wir nochmal 10% tiefer stehen, fortführen kann. Zumal man ja nicht vergessen darf, dass der sogenannte Financial Condition Index, der misst quasi, wie stimulierend das Umfeld ist. Der berücksichtigt den sehr festen Dollar, die Credit Spreads und natürlich auch den Aktienmarkt. Hier sehen wir bereits, dass die Wirtschaft angefangen wird, quasi zu bremsen. Eine Frage nochmal an dich, Stefan. Wir haben in China immer wieder Covid-Lockdowns, Einschränkungen. In Shanghai wird das jetzt Stück weit gelockert. In Peking hat man Sorge, dass sie sogar noch gestraft werden könnten. Wie wichtig ist der Aspekt China und Covid-Lockdown eigentlich für die Weltwirtschaft und vor allen Dingen auch für die großen Konzerne in dieser Welt, was die Angebotsengpässe betrifft? Wir schauen uns Ergebnisse an. Du darfst keine Namen nennen, aber ich nehme jetzt mal Starbucks als Beispiel, Yum Brands als Beispiel. Diese Unternehmen sehen deutlich stark sinkende Absatzzahlen in China. Wie wichtig ist dieser Aspekt für die Weltwirtschaft und für die Unternehmen? Ich greife mal ein paar Regionen heraus. Für die Deutschen immens wichtig, gerade einer der wichtigsten Exportmärkte, plus auch ein Markt, wo viel produziert wird, wiederum für andere Werke und für andere Regionen. Wenn es so weitergeht und jetzt Peking auch noch in den längeren Lockdown geht und Shanghai nicht wirklich rauskommt, also dann glaube ich, werden die Lieferketten unter Umständen noch stärker gestört, als sie jemals waren. Und wir haben ja gelernt, bis das alles wieder läuft, da vergeht eine Zeit. Und manche sagen ja, der chinesische Lockdown, der ändert sich erst wirklich, wenn der Parteitag durch ist. Der Parteitag ist im Herbst. Ich hoffe mal nicht, dass das bis Herbst da alles so geht. Und ich glaube, China hat Riesenprobleme, alles, was ich so mitkriege, meiner Meinung nach. Insbesondere die Thematik, dass die Leute eingesperrt sind, eben stellenweise nichts zu essen haben. Die Wanderarbeiterproblematik in Beijing und Shanghai, glaube ich, ist ziemlich unterschätzt, ja. Die haben ja momentan keinen Job, wissen auch nicht wohin. Dann kommt noch der Immobilienmarkt in China dazu, der große Probleme bereitet. Also ich glaube, der Einfluss von China auf die Weltwirtschaft, der wird ziemlich negativ sein in diesem Jahr. Und ich frage mich, wie die ihre Wachstumsziele in diesem Jahr erreichen wollen, weil bisher stimulieren sie dafür bei weitem nicht genug. Jetzt haben wir drei Baustellen. Wir haben das Thema Krieg in der Ukraine und Sanktionen. Wir haben Covid-Einschränkungen in China und wir haben eine sehr aggressiv bremsende amerikanische Notenbank. Wo kann man sich denn als Anleger in einem solchen Umfeld verstecken? Man hat mit Anleihen in diesem Jahr Geld verloren, man hat mit Aktien Geld verloren. Wie positioniert man sich auch als Fondsmanager in einem solchen Umfeld? Also ich glaube, auf dem Bondmarkt fangen wir mit dem an, gibt es selektiv auch durchaus schon wieder die ein oder andere Chance. Also insbesondere im Bereich von Unternehmensanleihen bekommt man jetzt auch Renditen jenseits der 4-5% wieder. Das würde ich nicht ganz außer Acht lassen, wenngleich ich glaube, dass Aktien die bessere Alternative sind.
Bei den Aktien würde ich einfach über die nächsten Jahre auf die Unternehmen setzen, die eine hohe Preissetzungsmacht haben, die attraktiv sind als Arbeitgeber, die eine gute Cash-Generierung haben und die die Marge stabil halten können oder steigern. Ich denke, der ganze Energiekomplex wird hoch bleiben. Der war lange Zeit nicht gemocht. Das finde ich nicht uninteressant. Ich denke auch, dass Gold eine gewisse Alternative ist und ich würde auch mir diejenigen Technologiewerte oder generell spannende Werte, die einigermaßen vernünftig bewertet sind und jetzt stellenweise 50, 60% gefallen sind, die würde ich auch nicht ganz außer Acht lassen, weil der Zeitpunkt, wo die wieder laufen, kommt irgendwann bestimmt. Mein lieber Stefan, es ist kein einfaches Umfeld in diesem Jahr und Payback sozusagen für den aggressiven Stimulus und die sehr lange Zeit zu aggressive amerikanische Notenbank. Der Weg zurück in die Normalität, naja, so dachte man ja eigentlich in diesem Jahr, aber von einem normalen Jahr, glaube ich, Stefan, kann man weiß Gott nicht reden in diesem Jahr, oder? Nee, ein normales Jahr ist es sicher nicht. Ja, also Wie es geht ihr denn hätte ja aus. eigentlich? Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Normalerweise, und das soll jetzt eine etwas überspitzte Frage sein, wenn man sich so die Krisen der letzten Jahrzehnte mal anschaut, du und ich, wir haben ja schon so manche Krise mitgemacht, dann gab es normalerweise immer, sagen wir mal, eine Krise, die Finanzkrise, und man konnte dann sehen oder versuchen abzuleiten, wo ist der Schaden am größten. Jetzt sind wir in einer Situation, in der man das Gefühl hat, dass so viele unterschiedliche Faktoren gleichzeitig aufeinandertreffen. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass es zu einem schwarzen Schwan kommt, also zu einem Ereignis, das nicht wirklich absehbar ist? Und du sagst selber, ihr habt auch Cash natürlich und fahrt Cashquoten, aber wie geht man mit diesem Risiko um? Ja, aus europäischer Sicht hat man halt die Cashquote dann meistens nicht im Euro, sondern lieber im Dollar oder im Schweizer Franken. Dann man hat ein gewisses Gold-Exposure auch als Absicherung. Man hat mit den Energieaktien, wenn der ganze Krieg und so schlimmer wird, eine gewisse Absicherung auch mit dem Agrartiteln. Man ist generell vorsichtiger, ja, und geht halt weniger in Unternehmen rein, wo man weiß, da hat man im Endeffekt keine Visibilität. Also gibt ja viele zyklische Branchen, die leben momentan von Tag zu Tag und wissen auch nicht, was kommt. Und man meidet halt die, wo man weiß, die können die Preise nicht weitergeben oder die sind von einer Abschwächung des Konsums besonders stark betroffen. Aber auf deine Frage mit dem schwarzen Schwan, ja, leider ist dieses Risiko da. Ja, also ich denke, das ist in dem Fall dann ein geopolitisches Risiko, Stand heute. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass Europa der Gashahn abgedreht wird. Ja, also ich glaube nicht, dass wir bewusst das Gas verzichten. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass die andere Seite so einen Schritt temporär macht. Und ich bleibe bei meiner Aussage, dass ich denke, dass dieser Effekt auf die europäische Volkswirtschaft unterschätzt ist. Ja. Und den nächsten schwarzen Schwan, den möchte ich gar nicht hier größer thematisieren, aber das Risiko, dass dieser Krieg noch schlimmer wird und sich ausweitet, ja, das ist nun mal leider da. Ja. Und es ist in letzter Zeit leider eher größer geworden, nach meiner Auffassung, als geringer. Tja, der Begriff des schwarzen Schwans bedeutet natürlich nicht, dass das das Basisszenario ist, aber es sind Szenarien, die man zumindest im Hinterkopf behalten muss. Stefan, ich sage an der Stelle vielen Dank und hoffe mal, dass wir beim nächsten Marktgespräch auch mal wieder etwas freudigere Themen haben. Mach's gut.